Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen von beiden Seiten beleuchtet. Der Reihe, in der Shippy und ich gemeinsam Historic Brawl Decks gegeneinander antreten lassen. Heute heißt es Zorin Venture Bloodlord gegen Ajani Unyielding. In Anbetracht dessen, dass Modern Horizons 3 vor der Tür steht und ein Cycle in Modern Horizons 3 sind die Flip Planeswalker und Ajani und Zorin sind zwei neue Planeswalker oder beziehungsweise zwei alte Planeswalker, die jetzt in neuem Gewand, nämlich als Flipkarte, wieder dargestellt werden. So ähnlich wie das mit Chandra und Jace und so weiter schon der Fall war und Liliana. Und heute zeigen wir euch unseren Take, bevor Modern Horizons 3 dann auch zu Arena gekommen ist, wie denn unsere Decks aussehen. Ich will dir eben kurz vorstellen, als erstes mal Zorin, den Vengeful Bloodlord. Ist ein 4-Mana Legendary Planeswalker Zorin mit der Static Ability As long as it's your turn, creatures and planeswalkers you control have lifelink. Wir können also sehr viel Leben generieren. Für plus 2 machen wir einen Schaden an einen Spieler oder Planeswalker und für minus x können wir eine Kreaturenkarte mit Mana Value x vom Graveyard zum Battlefield zurückholen. Und außerdem ist sie dann zusätzlich noch ein Vampir. Ja, und unsere Idee ist jetzt, ein bisschen so Vampir-Kindred, Vampir-Typel zu sein und gleichzeitig so ein bisschen Life-Gain-Payoffs zu haben. Also ich wollte bei der Deckliste, die ja seit drei... Bei der Decklist hier drei Sachen machen. Ich wollte zum einen viele Vampire spielen, ich wollte irgendwie Life-Gain-Synergien haben und ich wollte eine Menge neuer Karten showcasen. Und das ist hier so ein bisschen auch passiert. Also ihr seht zum Beispiel so Karten wie Getaway Glamour ist jetzt keine spezielle Vampirkarte oder Life-Gain-Karte, aber ist halt einfach eine neue Karte, genauso wie Final Showdown. Wohingegen Case of the Uneaten Feast eine relativ neue Karte ist, die aber Life-Gain-Synergien hat. Und ansonsten spielen wir natürlich auch sehr viele bekannte Vampire. Knight of the Eben Legion darf natürlich nicht fehlen. Wir spielen tatsächlich auch Bartolome del Presidio. Amalia ist mit am Start. Legion Lieutenant, der unsere Vampire stärker werden lässt. Im 3-Drop-Slot sind halt auch ein super paar interessante Vampire mit dabei. Unter anderem der Nighthawk Scavenger, aber auch Preacher of the Schism ist mit dabei. Wir haben im 4-Drop-Bereich natürlich den Sanctum Seeker. Henrika Domnati darf nicht fehlen. Vane Ripper, ganz neu dazugekommen, sodass wir auch die Pioneer-Combo Zorin Imperius Bloodlord gemeinsam mit Vane Ripper spielen können. To be fair, in einem 100-Karten-Singleton-Deck ist es etwas unwahrscheinlicher, die Combo zu assemblen, als es in einem 60-Karten-Pioneer-Deck der Fall ist. Trotzdem, ne, weitere Combos natürlich, Vito Thorn of the Duskrose gemeinsam mit Exquisite Blood, sodass man direkt einen One-Turn-Kill hat. Also eine relativ ausgewogene schwarz-weiße Vampir-Life-Gain-Liste. Wenn man sich das so bei Shibi anguckt, haben wir hier die Ajani-Deckliste. Da geht es so ein bisschen tatsächlich um Ramp und Go White. Ja. Ajani Unyielding, 6 Mana Planeswalker aus Kaladesh, 4 Loyalty. Für plus 2, reveal the top 3 cards of your library, put all non-land permanent cards revealed this way into your hand and the rest on the bottom of your library in any order. Für minus 2, exile a creature, its controller gains life equal to its power, also quasi ein Swords to Plowshares. Und für minus 9, put 5 plus 1 counters on each creature you control and 5 loyalty counters on each planeswalker you control. Wird nicht so oft auftreten, aber ist Card Advantage und Removal in einem, lohnt sich also. Und dadurch, dass der Planeswalker 6 Mana kostet, hat Chibi sich gedacht, naja, wir zocken einfach mal ein bisschen Ramp. Wir sehen auf der 1 zum Beispiel Utopia Sprawl, Kami of Bamboo Groves und Arboreal Grazer, während wir dann auf der 2 Explore, Into the North, Wolf Willow Haven, Arcane Signet, Cold Steel Heart, Mindstone. Ne? Und unser der Traumziel ist natürlich irgendwie von der 2 in die 4 zu rampen, weil da gibt es dann nochmal die krassen Ramp-Spells, wie zum Beispiel Migration Path, sucht ihr zwei Länder raus, aber auch Circuitous Route, sucht ihr zwei Länder raus, Invasion of Zendikar, sucht ihr zwei Länder raus. Und dann ist man relativ schnell schon bei der 7 angekommen. Und ihr seht, mein Deck war kurventechnisch so ein bisschen mehr auf die 2 zentriert. Bei Shibi ist es eher so die 4 und die 6 plus. Aber bei so vielen Mana-Sources und so viel Ramp kann man das natürlich auch machen. Ja, ansonsten spielen wir halt einfach sehr gute Karten. Karten, die auch eben mit vielen Ländern interagieren. Also wir sehen hier so Landfall-Karten, wie zum Beispiel Felidar Retreat, ne, das macht sich sehr, sehr gut. Oder Tireless Tracker, der oder Tireless Provisionary, Provisioner, die einfach sehr gut sind, wenn mehr Länder das Battlefield betreten. Ansonsten natürlich noch so ein paar Staples, die in Grün-Weiß nicht fehlen dürfen, unter anderem sowas wie Path to Exile, Thoughts to Plowshares, Day of Judgment. Und das sieht eigentlich auch in einer sehr, sehr gut gerundeten Liste aus. Ich bin sehr gespannt, wie das Matchup so funktionieren wird. Jetzt viel Spaß bei Ajani Unyielding gegen Zorin Vengeful Bloodlord. Shibi hat heute einen Clown gefrühstückt. Mal gucken, wie sich das jetzt hier okay. In die Aufnahme zeigt. Ja, genau. Oh, was haben wir denn hier? Ich habe hier eine Hand, ey. Aber ich weiß nicht, ob ich die halten will. Oh. Ähnliches Problem bei mir. Ich glaube, ich kann die nicht halten. Aber man hat ja einen freien, ne? Kostenlosen, sagst du immer, ne? Ja. Mama, kostenlosen. Ist umsonst. Oh, ist besser. Ist ganz klar besser.
Ich keep mal. Ich mach mal Ah, du bist so sehr den halben gierig. Risiko. Okay, Ja, wir gucken mal. Wir okay. gucken Okay. mal, wer heute die richtige Entscheidung getroffen hat. Iganjo, so viele Länder hast du nicht. Novice Inspector? Das ist broken. Das ist Pioneer Playable, die Karte. Sag ich ja. Ich meine, das ist mein einziges Play bis Turn 4. Deswegen habe ich mir gedacht, so. Ja, Notfalls ziehe ich eine Karte. Eben, genau. Ja, das ist doch wie ein Play eigentlich. Ja, und jetzt Gar kannst du auch kein noch Problem. angreifen. Deshalb. Eben, guck mal. 25 Runden Clock, So, niemals pass auf hier. unterschätzen. Surveil, bestes Land. Da bin ich sehr gut. Oh, das ist eine So gut. Entscheidung, die will ich gar nicht treffen. Boah. Junge, 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 Junge. Eigentlich ist die Karte sehr gut. Nee, komm. Ich brauche Aber mehr auch nur von. eigentlich. Ich Oh brauche mehr nee, von die dem ist wirklich anderen gut. Schissel. So, wir könnten. Wir könnten das mal machen hier. So eine schöne Alchemy-Karte. Hast du Bock, gegen Moxe zu spielen? Ach, interessant. 4 Lebenspunkte machen einen Mops. Ja, aber nur einmal. Also, oder? Glaube ich. Das triggers only once. Ja, also ich glaube, das triggert nur Ah, einmal. okay. Ja. Das ist ja schon fast schlecht. Ja, genau. Ja, komisch, dass man nur einen Mox pro Runde spielen darf. Also wirklich. Oder pro Game. Aber er macht perpetually Lifelink. Ja, Ja. ich habe schon schlechtere Karten gesehen. Ich, ja, Also auf, schon absolut, deutlich ja. schlechtere. Weirding. Wo, da ist doch Ich schon bin wieder ein Clou. der Investigator Du bist hier. der Investigator, absolut. Ah, das ist leider falsch herum. Ah, ärgerlich. Ja, das müsste doch theoretisch reichen. Ah, warte mal, wie machen wir das denn? Wann conjure ich den? Post-Combat Main Phase. Aha. Aha. Gibt's dem Tja. Novice Inspector Lifelink? Ich blocke, hast du 4 Leben, ne? Ja, ich meine, wenn ich Ja, Sorin spiele, ja. müsste es doch auch funktionieren. Creatures and Planeswalker have Lifelink. Ja, der Sorin hat selber auch Lifelink, macht dann einen Ja, Schaden. genau. Machen wir so. Dann machen wir einen Attack. Ja. Ja, da haben wir doch schon den Mox hier stehen, ey. Easy. Die Zack. Perle ist Die collected. Perle Nicht ist schlecht. collected. Da ist er. Ich spiele den Da mal direkt ist das aus. Ding. Zack. Und dann noch. Ich hätte lieber das Life-Gain-Land als die Desert gehabt, aber naja. Ja, gut. Boah, das war jetzt nicht schlecht. Den Draw, den du hattest, oder meine Sequenz? Ich habe ein bisschen Angst vor dem, was du. Deine Sequenz. Oh, Bei Trostani ist mir aber auch. einfach solide bei mir. Ja, ist schon auch gut, ne? Ich bin einfach das Midrange-Deck. Oh, ich habe so wichtige Karten. Not. Return Target Creature. Okay, das macht leider nicht so viel. Kann ich, glaube ich. Ah, wie machen wir es denn jetzt? Ganz. Gott, das ist so schwierig. Ich habe so viel zu tun hier. Ich leg den, glaube ich. Du hast mir eben noch gesagt, ich hab Alchemy-Karten im Deck. Jetzt sehe ich ja schon zwei im Spiel bei dir, Kai. Nur Ja. fürs Protokoll, ne? Nur fürs Protokoll. Zwei im Spiel. Moment, welche denn noch? Der Okay. Mox? Der Ja, Pearl gut. Collector und Ja, noch. komm, der Mox ist ja. Der Mox gehört ja zum Pearl Ja, Collector. okay. Anderthalb Karten. Aber Big Score ist auch eine halbe Alchemy-Karte, würde ich mal sagen, ne? Der Cage. Ja, würdest. Ja, komm, das ist eigentlich Ah, OTJ nee. Aftermath. Ja, Also. stimmt. Ja, nee, hast recht. Nee, Das ist ja stimmt. völlig in Ordnung eigentlich. So, hier, Nee, völlig ich legitim. muss Hast das mal recht. so machen. Rostani ist einfach Was? so gut, ey. Dann greife ich mal nicht an. Ich habe ein bisschen Schiss vor allem, was du tust. Kein Angriff? Was? Nee. Ja, und den Ajani kriege ich auch nicht weg. Ich krieg gar nichts weg. Du hast so viele krasse Treter. Das gibt's doch nicht. Naja. Aber vielleicht fehlt er ja ein Land. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, noch geht's nicht. Ja, die Sache ist, das Land habe ich, aber Es ist das ist ein getappt. Fetchland und ich habe zwei Karten mit Landfall auf der Hand. Das ist alles gerade Ah, sehr du willst, wertvoll. sagen wir es so, du willst einfach gierig sein, ja? Ein bisschen. Ich könnte auch einfach Ajani legen, den Collector weg. Drei. Ja, ist jetzt auch nicht super schlecht, ne? Ja, doch, komm. Oh, Gehe ich Fabled auch mal Passage. Ajani heute, ne? Ja, Ajani ist leider ziemlich gut. Der ist relativ okay, glaube ich auch. Ja, der ist relativ okay. Guck mal, da kriegst du noch mal drei Leben. Krasser Life-Gain, Kai. Geil, aber ich habe ja den, meinen Mox habe ich ja schon. Jetzt bin ich schon auf 32, sweet.
Okay. Ja, die ist, glaube ich, relativ egal, die Karte. Ich kann natürlich. Jetzt müssen wir erstmal anfangen zu punishen. Ne? Oh. Das ist ein Must. Ja, okay, 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 okay. Das ist nicht schlecht. Ja, schon, ne? Das ist schon ganz gut. Kerweg ist sowieso ein ganz schöner Karton, ey. Der ist. Jetzt könnte man immer so weitermachen. Aber es funktioniert leider nicht, weil die Karten geexiled werden. Sehr ärgerlich. Ja, sonst noch ein Wunsch, genau. Vielleicht nehme ich mal Vampire. Wer hätte das gedacht? Und dann können wir mal anfangen, Marken zu verteilen. So. Und go. Gar nicht mal so verkehrt. Ja, ich fühle mich ehrlich gesagt trotzdem ein bisschen hinten. Also ich habe jetzt ein paar coole Sequenzen, aber du hast 6 Handkarten und noch einen Clou und ich habe eine. Das ist irgendwie, weiß ich noch nicht. Okay, gut, wenn dein Zug so anfängt, ist in Ordnung. Na gut. Das ist alles interessant hier, Kai, was ich habe. Ah, ich würde so gerne mit Handcam spielen. Ja, ich habe echt ein paar Karten. Oh. Dann sag ich erstmal Go. Was hast du noch so auf der Hand, Kai? Ja, ich glaube, das gewinnt gegen Scoots Form wahrscheinlich nicht. Also es ist sehr teuer. Oh. Es ist leider sehr teuer. Dann Sorin dann nochmal anmaking, ja. 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 Der Swarm ist aber auch eine gute Karte. Wenn du keinen Mass Removal hast, dann. Nun ja, anders geht's leider nicht. Hat mich jetzt aber auch schon ein paar Leben gekostet, so ist nicht. Ja. So, sagen wir mal Go. Ein paar. So ein paar. Scoot-Swarm kriegst du immerhin nicht wieder. So, das ist schon mal gut. Guck mal, da haben wir eine Maya. Was macht die denn? Also, du bist so ein Go-White-Mensch, ne? Irgendwie so ein bisschen. So ein bisschen? Das ist nicht so cool, weil. Eieieiei. Nee, ist einfach nicht cool. Möchte ich mal gesagt haben, ist einfach nicht cool. Ja, da sagen wir wohl nochmal Go. Ganz gemütlich hier. So, kleine Landra. Märkchen hier drauf. Dann mal wieder Pusten. Ja. Das Hideaway will ich aber auch nicht unbedingt sehen, oder? Ah, das ist nicht schlimm. Da ist nichts dabei. Nee. Das ist alles okay. Ja, okay. Angeblich ist das alles okay. Ah, es ist wirklich. Es ist eine Uncommon. Ja. Nein! Ah, das war doch die einzige Chance, die ich im Game bleibe mit Kerweg hier. Das gibt's ja nicht. Ah, okay, jetzt müssen wir einen Sweeper hitten, glaube ich, so langsam. Und noch eine Menge anderen Krams. Ein großer Attack hier auch. Oh, Maya traut sich nicht. Na gut, okay. No, die beschützt den Ajani. Ja, das macht Sinn. Ah, nee, es macht nur Semi-Sinn. Wieso? Weil du den Cage hast. Das stimmt. Dann hast du aber auch keine Verteidigung mehr. Also mach mal ruhig einen Angriff frei, ist okay. Schade. Nette Synergie mit den Marken. Schade. Gain aber leider nicht. Ich gain leider nicht genug live. Nicht ganz. 1 zu wenig. Ja, ich dachte, der ist mal interessant auszuprobieren, wenn man so viel Live-Gain im Deck hat, aber wenn du mir alles exilst, wird es schon weniger gut. Das ist irgendwie so. Ja, gut. Ajani exilt, ja, das ist schon stark. Ja, das ist gut. Aber ich meine, ist ja nicht schlimm. Ich meine, irgendwann. Tireless Tracker, alter Schwede. Clues kannst du aber auch wie Sand am Meer machen. Und das Humans. Schmeckt. Das schmeckt richtig hier. Na, ich glaube, diesmal segnet Sorin das Zeitliche. Okay, na gut. Aber ich bin da noch auf soliden 28. Alles entspannt. Ja, ich würde den gerne mal wegpacken. Guck mal. Ajanis Karre. Ajanis Karre, ja. Die ist aber tiefer gelegt mit Breitreifen hier. Da kommen 3 Dreierkatzen raus. Ui. Die driftet gleich vorbei. Das wird heftig. Boah, wenn ich einmal Board abgegeben habe, wird's umständlich, sag ich mal. Eher unangenehm. Ja, jetzt kommen hier die Midrange-Action.
Celestia, das gute Celestia Midrange Late Game. Ja, wir müssen halt rein, ne? Granilandra muss halt rein. Zack, auf geht's. Ja. Ja, nimmst du. Na gut. Nehmen wir. Nehmen wir. Ja, Topdeck Land ist halt Ajani, ne? Dann mache ich einfach Exile auf Elendra. Da stirbt dann nichts mehr. Ja, dann ist der Case auch nicht mehr ganz so gut. Aber jetzt ist er immerhin gesolved. Ja. Detective Solaris kümmert sich ums Essen. Viel machen können. Das Buffet ist gesichert schon mal. Das Buffet ist gesichert, ja. Ey, ich kann, jetzt kann ich alle meine Kreaturen aus dem Graveyard casten. Ey, ist das nicht geil? Ja, schon. Das ist schon nett. Das ist schon ziemlich geil, ey. Diese ganzen... Na gut, du willst mir ja wahrscheinlich den Mox Pearl wegnehmen. Das stimmt. Du hast ja auch sehr viele Kreaturen in deinem Friedhof, ne? Ja, ja, genau, deshalb. Das ist alles, so, ist alles so gefährlich gerade auch irgendwie. Ja, komm, das ist irgendwie die beste Karte dann. Das ist mit Abstand die beste Karte, ja. Irgendwie schon, ne? Wirst du sehen? Nee, das ist aber face down, oder? Darfst du es jetzt sehen? Siehst du den, Nee, die ist weiterhin face down, okay. Tatsächlich. Es ist Ruthless Lawbringer gewesen. 3 Mana, 3-2. Ich kann eine Kreatur opfern und dann Non-Land Permanent abschießen. Ja, jetzt wird es, glaube ich, relativ rapido mit meinen Life Totals. Das ist lethal. 14, 16, 18. Nee, ist nicht lethal. Nee, fehlen 9. Pff. Also, ich habe ja locker... Mehr Katzen. Wir brauchen hier mehr Katzen. Ich habe auf jeden Fall noch ein klares Out, also... Okay. Aber ich glaube exakt 1. Das ist auch sowas wie ein Mass Removal? Wahrscheinlich ja, Mass so, Removal, ne? Sowas, oh, dann legen wir schon mal das. Boah. Das ist eigentlich ganz geil, ne? Wenn ich ein Fetchland, ja. Du machst Mass Removal, ich mach Topdeck Fetchland, kann direkt den Chariot bemannen, wieder angreifen, ist nett. Ja, ich habe leider nur noch 2 Länder, deshalb GG's erste Runde geht auf jeden Fall an dich. Oh. Boah, da hat GW ganz schön performt, ey. Verdammte Axt. Ja, war okay. Okay. Wir sollten uns jetzt fairerweise darauf einigen, dass du auch nur so One-for-One-Karten spielst, weil Karten, die Two-for-One sind, kann ich einfach nicht schlagen. Ja, das ist eigentlich auch eine okay Hand, aber ich brauche noch ein Land. Ja, komm, geben wir. Ich denke, ich gebe auch mal auf eine gute Runde. Auf eine gute Runde, ja. Snow-Covered Swamp ist schon mal am Start. Gemütlicher Start. Gemütlicher Start. Ah, Tempel hätte ich auch genommen als erstes Land. Sehr, sehr, sehr gerne. Na gut, okay. Elas. Oh ja. Ja, ist ein Start. Oh ja. Aber jetzt muss das Land, reinkommen hier. Okay. Das war gut. Jetzt kannst du es auch nicht mehr, jetzt kannst du meine ganzen Vampire nicht mehr countern. Oh, wichtig, ja. Oh, der absolut. Preacher. Ja, Preacher könnte Dinge tun. Ja, ist nie verkehrt. Ich spiele jetzt eine Karte, die wollte ich erst nicht spielen. Oh, ich finde diese ein bisschen unschön. Key to the Archive. Die ist aber gut. Warte, was gefällt mir denn da? Alles nett. Keep Approach? It simple. Keep it simple. Leider kein Approach. Keep it simple, Swords to Plowshares. Easy. Nur so auf dem Level. Bisschen schlechter vielleicht. Bisschen schlechter. Je nachdem, was du jetzt machst. Hm. Ja. Ich versuch's mal mit Clavileno. Oh, der war immer meine. Jetzt mach ich, machen wir einen. Ah. Genau, machen wir meinen Vampir ein bisschen besser hier. Oh, das hat die Mass Removal Protection so gesehen. Ja, das gefällt mir nicht. Ja, das muss halt sein, ne? Sonst bin ich ja gleich schon wieder Sternenstaub. So, du hast jetzt aber auch nur 7 Mana, ne, wenn ich das richtig sehe. Turn 2 Arcane Signet, Turn 3 Key to the Archive ist halt auch gar kein schlechter Ramp. Da kann man was mitmachen. Ja, leider da ja. Da geht aber noch was. Okay. Da geht noch was. Oh boy. Diesmal kein Landfall. Ich werde wahrscheinlich gegen Craterhoof sterben. Der ist ausnahmsweise nicht im Deck. Ich musste mich ja dann zurückhalten. Oh, okay. 1, 2, 3, 4 Mana nur noch. Tja, dann wird wahrscheinlich trotzdem gewrathed. Nee, Harmonize. Nee. Ja, man gönnt bisschen sich. Bisschen weird. Man aber gönnt ja. Sich erstmal nochmal ein paar Karten. Das finde ich okay. Nächste Runde habe ich genug Mana versprochen. Nächste Runde versuche ich was. Vielleicht. Naja, gut, ich meine. Machen wir halt hier das Stuff. Das gibt Lebenspunkte.
Todesberührung. Die waren alle Todesberührung, ey. Boah. Boah, der Klavi. Boah, der. Ja, du wirst gleich. Du, das sagst du jetzt. Jetzt. Du machst gleich irgendwelche schlimmen Dinge. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist übrigens keine Alchemy-Karte, ne? Weil dieses nee. Wording von Clavileño hört sich irgendwie auch so an. Ja, hört sich aber irgendwie so Alchemy-mäßig an, finde ich. Also perpetually gains irgendwie einen Effekt oder so. Der ist auch leider ziemlich okay. Kogler. Naja, Kogler ist auch eine Karte. Ja, ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll. Aber du hast ja jetzt auch den Sorin. Ich habe den Sorin, ja. Ja, dann fliegt das Ding. Der eine hat halt Todesberührung. Da kann ich auch nicht wirklich was machen. Das stimmt, ja. Was ist das? Das habe ich mir anders vorgestellt, Kai. Ah, gebe ich zu. Habe ich mir anders vorgestellt. Das ist ein Vampire Demon. Aber der sagt es nur, it isn't a demon. Okay, das heißt, es funktioniert gar nicht so, wie man sich das wünscht. Was ist denn mit... Damit? Macht das was? Ja, wir müssen einfach Blocker aus dem Weg räumen. Ich glaube, sonst geht das hier alles nicht. Oh. So. Dann machen wir noch das hier. Mm-hmm. Und dann würde ich... Ja, doch, ich greife erstmal an. Vielleicht muss ich ja was reanimaten mit Sorin. Nee, leider nein. Drei Leben. Drei Leben ist aber hart an der Grenze jetzt. Also da muss da jetzt aber schon ein Thraktusk kommen oder so. Also zwei Leben. Ah, zwei Leben. Sorin ist auch ein Problem. Ist alles ein Problem. Ah. Mal gucken. Ja, guck mal, da geht's doch schon los. Mal die Top-Decks verbessern. Ja, stimmt. Einfach mal ein bisschen Library ausdünnen. Bei so einem 100-Karten-Deck einfach mal ein bisschen, genau. Genau. Jeder Prozentpunkt zählt jetzt. Ich brauche ein Top-Deck. Ja, das muss aber schon wirklich ein sehr, sehr gutes Top-Deck sein. Ich bin gespannt. Du hast 5, 6, 7, 8, 9, 11 Mana. Also theoretisch könntest du Voidspine-Wurm casten. Ich meine, der wird nicht helfen, aber es, der liegt. Okay, schwarz. Okay. Da werden erstmal Dinge geschrottet. Okay, verstehe ich. Putrefy. Okay. Jetzt sieht man ja auch noch Lebenspunkte ab. Ja, das wäre halt gut gewesen. Und den Teil. Den haben wir dahinter jetzt. Ja. Der war gut. Das war nicht schlecht. Der war ganz gut. Mhm. Five Life und. Ich überlege, ob ich den Shield-Counter will. Hätte ich drei Sachen auswählen können, das wäre ganz geil. Noch ein Shield-Counter. Vielleicht ist das ein bisschen übertrieben, huh? Na. So. Lebe ich noch? Ich glaube nicht. Nee. Da warst du on the play zu schnell. Ah, das geht gar nicht, es kostet einfach zu viel. Okay. Ha, bin ich doch nicht tot? Nee, machen wir so. Doch, du bist tot, aber. Ja, super. Aber ich wollte alle Modi nutzen, aber es kostet 8 Mana. In allen Modi kostet es 8 Mana. Naja, okay, immerhin. 1-1. Dann kriegen wir noch ein drittes. Spiel. Ja, geil. Good game. Good game. Ich freue mich aufs letzte. Let's go. So, wir gehen über die volle Distanz. Uiu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 i. Joa. Ich brauche Länder. Ich glaube, ich habe eine Joa-Situation. Ja, same hier. Joa. Nee, der war nicht gut. Alganjo startet, ist immer schon so. Ja, verstehe ich. Alganjo ist nicht die erste Plains. Oder ist, ja, sollte nicht die erste. Guter Top-Deck, guter Top-Deck. Okay. Nicht, dass man den Zug 1 direkt hat, das wäre ja doof. Come on. Come on. Wichtiger Draw. Oh ja, okay. Puh. Wir sind noch im Spiel. Reingezogen. Na, wirst du dich auch reinziehen? Ey, da blocke ich doch einfach mal nicht. Einfach mal nicht geblockt. Cursor, der macht zu viel Value. Er ist mal kein Land auf dem Deck, leider. Felidary Tree. Schade. Ja, wir machen es mal so. Komm, unter dem Retreat liegt ein Land. Das wäre nicht so geil. Komm. Oh, Seal Away. Eieiei. Seal Away ist. Also, du kannst ja immer noch ein Land hit mit dem Clou. Das da drunter liegt ein Land. Ja, das ist doch hervorragend. Seal Away liegt ein Land. Ja, easy. Ja, da ist es doch. Ja, immerhin. Ein getapptes Land. Ja, gut, komm. Noch ein Land, wow. Boah, jetzt geht's aber wild. Ja,
komm, Smash. Ich bin hier Agro-Deck. Ja, verstehe ich. Machen wir mal Doppelblock Inspektor, easy. Ja, machen wir auch. Easy. Easy. Kannst du einen von killen, wenn du möchtest vorher. Okay. Ja, aber den Token. Nicht, dass da noch was wiederbelebt wird, ne? Das ist eigentlich nicht so, wie ich es haben wollte. Aber okay, was soll ich machen? No lands. Oh, bitter. Ja, dann spiele ich den Path to Exile auch nicht. Oh, was? Warum nicht? Ausnahmsweise nicht. Land auf dem Deck. Ach, wie schön. Lucky. Oh, ah, Cursor ist halt schon. Ja. Cursor ist schon eine gute Magic-Karte. Und Titan auch noch. Insane. Hier. Ja. Ja, den shuffle ich aber eventuell weg. Shuffle ich den für dich weg? Ist es soweit? Wie shuffelst du denn? Ja. Also, ich suche mir Länder raus und dann. So. Wer? Aven. Was für ein Ding? Aven Interruptor. Ja. Ah, okay. Macht wird, nichts. Ja. Graveyard oder From Exile, okay. Kurz gedacht, das ist ein Aven Mindset. Ja, ein exiled Spell, er wird geplottet. Ja, ja. Ah, ja, ja. Es macht ja, schon doch, nicht nix, aber. Nee, es ist jetzt nicht so. Echt. Es ist jetzt nicht so gut, vielleicht. Ach, und die Plotkosten sind dann automatisch zwei mehr. Genau, alles aus dem Exil kostet es jetzt. Ja, ja, ja. Ah, der ist ja lustig. Sprich, wenn ich ihn jetzt abschieße, kann ich die Invasion aber sofort casten, oder? Nee, man kann nicht plotten. Nee, kannst du nicht. On a later turn kann ich. On a later turn, genau, richtig. Wie Fortell quasi. Ja. Nee, dann möchte ich nicht mehr. Jetzt möchte ich nicht mehr, Kai. Oh, ein Land wäre so gut gewesen. Das, schade. Kurz gedacht, das wäre eine Alchemy-Karte, der Aven. Nee, ist okay, ist OTJ. Genehmigt. Nee, es ist eine ganz normale Magic-Karte. Ist genehmigt. Ein Bird Rouge. Ja. Ja. Leider auch, ja. Ja, aber ich glaube, das reicht alles nicht. Ich glaube, du bist zu schnell mit zu vielen geilen Sachen am Start. Arcane Signet, ey. Lucky. Ja, ich habe schon ein paar nette Sachen am Start. Bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich... Das ist doch ganz nett. Guck mal, wie geil du mir das vorbereitet hast. Ich mach's so. Ja. Ich mach's so. Ja. Mach Landdrop. Ja, dann machst du Seed Away und dann machst du. Katze, dann mach ich. Exakto. Ja, ja, ja. Gefällt dir, Sasse? Gut, oder? Ja, finde ich solid. Ist ein Play. Ist ein Play. Ist auch nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ja, Felidar Retreat kann ich auf jeden Fall auch nicht besiegen. Also zumindest nicht auf drei Ländern. Das ist ein bisschen unangenehm, ne? Das stimmt. Letztes Spiel Mana-Probleme, wenn es dann 1-1 steht, das finde ich immer äußerst unangenehm. Einfach rausschneiden, Kai, sagst du. Ja, genau, schneide ich raus. Ist nie passiert. Kaputt gegangen, irgendwas kaputt, nie passiert. Es ist nie passiert, ja. Wir haben leider vergessen, auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Alles vergessen. Alles vergessen, genau. Alles vergessen, Kai. Ich habe gar keine Knöpfe gedrückt. Oh, so viel Ramp. 5, 9, 1000 Mana. Ugh. Brauchst du Ajani ja gar nicht. Ja, da geht noch was. Ajani? Wer braucht hier Ajani? Du willst ja Cold Steel Heart auch nicht ziehen, ne? Macht schon Sinn. Ja, Cold Steel Heart. Journey to Nowhere, okay. Ja, ja. Braucht hier niemand. Ja, okay. Ist das okay, was da passiert eigentlich? Weiß ich nicht mehr. Müssen die Ramp-Polizei gleich mal anrufen. Ja, ich glaube auch. Legal ist, was ich hier mache. Ich glaube nämlich die Ramp-Polizei war 112, ne? Oder wie war das? Ja, genau, ne? Also. Ich glaube ja, ne? Man hat mit 0, nee, 2, ne, brauchen wir ja, bei die Feuerwehr, oder? Ja, weiß ich. Oder keine. Man ruft vielleicht in Deutschland auch die Feuerwehr an. In so einem Fall rufe ich die Feuerwehr an. Also, du steckst ja das Battlefield in Flammen. Also, von daher. On fire hier. Ja. Entschuldigen Sie, der Shibi ist on fire. Oh, geil, da ist es. Oh, nö. Ja, aber ich hab noch einen Death Toucher hier, zack, auf geht's. Der ist sogar 3-3, ey, der ist schon ein Banger. Immer ein guter. Ja. Oh, Sun Titan könnte auch okay sein, ja. Sun Titan ist auch immer ein guter. Ja, Sun Titan ist zumindest playable, ja. Ja, vor allen Dingen, wenn man so viel Länder hat, dass man 2 Sun Titans pro Runde casten kann, ne? Das ist halt... Das ist schon sehr in Ordnung, ja.
Das ist schon ziemlich in Ordnung. Spielen wir jetzt noch? Ja, komm, komm, komm. Was soll der Ja, Geiz? Was Titan soll der schmeißen, Geiz? einfach rein. Was soll denn der Geiz? Was machen wir denn hier? Ja, komm, ich drücke einfach irgendwelche Knöpfchen hier. Ja, wahrscheinlich kannst du das in der Ist Zwischenzeit auch. egal. Irgendwelche Ist egal, Knöpfchen was ich glaube. Ja, reichen. drück einfach irgendwas. Wow. Schön ergiebig. Ah, ich hätte. Ups, Ja. das waren ja sogar fünf. Ach du liebe Güte. Aber sagen wir mal so, ich hätte so oder so nicht mehr gewonnen. Sag mal GG's. unentschieden, Kai. Unentschieden, genau. GG, unentschieden, schön, schönes Unentschieden. Ist ja nie Ajani. passiert. Nee, ist nie passiert, genau. Die Kriegt auch keiner mit. Aufnahme Ja. corrupted, die Datei ist corrupted ab jetzt. Schade. Ah, Mist. Ich kann nur hoffen, dass es dann auf deinem Kanal besser laufen wird für Sorin. An dieser Stelle hier nochmal der Hinweis: Es ist ein von beiden Seiten beleuchtet. Wir spielen dieses Commander oder dieses Brawl-Matchup Sorin gegen Ajani natürlich auch nochmal auf Shibis Kanal, wo ihr dann mal die Hände von Shibi seht. Diese Bonkers-Hände, diese brokenen Ramp. Ich habe On immer fire. alles on fire-Hände. Schaut einfach mal auch da vorbei. Alles Nötige ist in der Videobeschreibung. Link zu Shibis Kanal, Link zum Video. Danke fürs Zuschauen. Danke, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Ciao.